Hallo, meine Lieben. Bevor es hier direkt nach dem Intro mit dem Video losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es mir doch am besten, indem ihr einfach einen Daumen nach oben da lässt. Gefällt euch das Video nicht? Kein Problem. Zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach unten da lässt. Und dann am besten die Kommentarfunktion benutzen und einmal ganz kurz schreiben, was hat euch nicht gefallen? Damit ich natürlich für euch ein viel besseres Content erstellen kann. Und das ist dann natürlich für euch am besten, oder? Genau. Und eine weitere Bitte, wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch bitte, denn derzeit sind es 65,7% der Zuschauer, die die Videos bei mir gucken, auch öfter gucken, die haben den Kanal nicht abonniert. Und das ist natürlich sehr schade, denn damit könnt ihr mich am meisten unterstützen. Also, immer dran denken, Daumen nach oben, Daumen nach unten und Abo. Vielen Dank und nun viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vikings War of Clans. So, und zwar geht es heute darum, was einige von euch ja mitbekommen haben. In dem letzten Video gab es ja viele, viele Fehler seitens Plarium. Immer die blauen Ladekreise, Spielabbrüche und. Dazu, das war ja auch während ich live war, das heißt, ich konnte dazu eine perfekte Aufnahme machen, hat es dem halt zugeschickt. Da gab es immer ein Hin und Her. Ich glaube, an dem Video erinnert ihr euch noch, da hatte ich ja aufgerufen, dass ihr dann auch eure Probleme des Spiels dann einmal als Videokommentar hinterlässt. Und es hat wirklich was gebracht. Viele haben es leider nicht gemacht, fand ich sehr schade, aber diejenigen, die es gemacht haben, haben dort sehr gut unterstützt, denn seitdem habe ich auch die spezielle E-Mail-Adresse, die haben sich extra einen Dolmetscher genommen, um eben mein Video zu sehen, um auch die Inhalte des Videos übersetzen zu lassen und auch um die Kommentare dazu alle übersetzen zu lassen, weil Google Translator, was die ja benutzen, ist nicht immer so produktiv. Das haben die auch in der E-Mail zugesichert oder auch eingestanden, dass vieles in Sachen der Übersetzung halt fehlerhaft ist. Ist aber auch verständlich, nicht jeder kann jede Sprache, also dafür haben wir natürlich höchstes Verständnis. Aber was endlich Fakt ist, die haben ihre Fehler eingestanden. Die haben gesagt, die haben sämtliche Fehler im Spiel gerade, wo sie auch heiß her sind, diese zu beseitigen. Die haben ja auch erklärt, dass sie, wenn sie einen Fehler beseitigen, auf einmal zwei weitere sind. Deswegen wollen sie jetzt, bevor sie einen Fehler angreifen, sage ich mal, wollen sie erstmal sicher gehen, dass dann nicht noch mehr dazukommen. Und deswegen nehmen sie sich gerade ein bisschen mehr Zeit mit den spezialisierten Teams da, um die Sachen einzudämmen, um nicht noch mehr kaputt zu machen. Das haben die mir alles zugestanden, weil ich habe denen auch eine E-Mail geschrieben, wie ihr vielleicht aus dem einen Video herausgefunden habt. Wenn nicht, dann guckt euch doch mal das Video an mit, hat Plarium vielleicht Serverprobleme? Die haben mich auch tatsächlich gefragt, so mit meinem Mittelfinger, ob das denn sein musste. Meine Antwort dazu war einfach ja. ja, also die sind sehr entspannt geblieben und waren auch so nett und haben mir wirklich eine mega, mega, mega lange Antwortnachricht geschickt, denn ich hatte denen geschrieben, dass ich ziemlich scheiße finde. Einmal, dass sie die Fehler nicht zugeben, obwohl sie schon mehrfach getan haben. Also das widerspricht sich alles. Und habe denen auch gesagt, Leute, gib mir doch mal konkrete Antworten, denn diese werde ich dann auch veröffentlichen. Und auf einmal hat es 2 Wochen gedauert, bis ich überhaupt eine Antwort bekomme, oder anderthalb, so Pi mal Daumen. Aber es war eine mega detaillierte Antwort. Und wie schon erwähnt, dadurch auch die Berechtigung, halt diese spezielle E-Mail-Adresse zu bekommen, die nur Partner benutzen dürfen. Und die haben eingestanden, dass sie derzeitig Probleme haben, wenn man das Königreich wechselt. Wenn man mit Drakkari das Königreich wechselt, also komplett den Wohnsitz wechselt, fliegt man definitiv aus dem Spiel. Ab und zu kann es aber auch sein, wenn ihr das Königreich wechselt, dass sie aus dem Spiel fliegt, sprich im KVK, CVC, dass es mir passiert. Sie haben eingestanden, dass die Serverprobleme da sind, wenn zu viel Aktivität ist. Sprich, wie im Fury, wenn die Türme da sind, ist ja mega viel Aktivität. Oder im Jotunheim ist ja auch mega viel Aktivität permanent. Und dadurch kommen die ganzen Serverlags. Wussten wir aber alles schon vorher. Ich bin gespannt, ob die da wirklich heiß hinterher sind. Ein anderes Problem war noch, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, das mit dem Booster habe ich aber in einem separaten Video nochmal erklärt. Und irgendwas anderes noch. Ich glaube, ja, irgendwas so. Ach ja, genau, wenn man eine Attacke startet, kann es sein,
Also der OS-Macher kann aus dem Spiel fliegen. Und vor allem auch, wenn ihr eine Attacke gestartet habt und die ist oben, dann wird sie ja hier am PC angezeigt. Wenn ihr da draufklickt und dann auf den Spieler draufklickt, dann fliegt der OS-Macher aus dem Spiel. Das heißt, ihr müsst dann wirklich hier unten auf die Attacke gehen und da könnt ihr dann auch die Spieler einzeln so anklicken. Das funktioniert, aber eben hier vorne, das ist auch verbuggt. Das sind so die Fehler, die sie mir dann mitgeteilt haben. Ich habe denen auch nochmal mitgeteilt, dass sie doch beim nächsten Mal am besten die Fehler öffentlich direkt machen, weil dann entfallen auch die Sachen bezüglich der Erstattung. Denn mein Problem war einfach nur, Fehler kann jedes Spiel haben, Fehler kann jedes Problem haben, aber wenn sie uns die Fehler nicht verraten oder so, dann können wir da auch natürlich Erstattung verlangen. Und weil ich ja die Erstattung verlangt habe, hieß es nicht, wir haben keine Fehler, seitens des Servers alles tipptopp und so. Und erst als ich dann das Video hingeschickt habe, zigtausend Nachrichten bombardiert habe und so weiter und so fort, Screenshots mitgeschickt habe von anderen Nachrichten, wo sie mir gegenüber die Fehler zugegeben haben und dann gesagt, hey, wollt ihr mich gerade verhaften? Also die letzte Nachricht von mir war alles andere als lieb. Und daher bin ich auch wirklich sehr froh, dass sie so sich Mühe gegeben haben, so eine ellenlange, wirklich detaillierte Nachricht zu schreiben. Und ich habe da auch dann Booster gutgeschrieben bekommen. Und zwar gestern waren 1000 von jedem. Ist nur eine Kleinigkeit, aber immerhin. Ne? Ja, aber von dem her, ich finde es schon mal gut, dass sie uns jetzt die Fehler verraten. Ich habe die auch drum gebeten, wenn die irgendwie Fehler aufkommen, können sie mir auch gerne schreiben, dann kann ich das für das deutschsprachige Forum, sage ich mal, dann hier als Video mitmachen und so, dass es halt schneller publik wird. So wie mit dem Booster, wo das Video jetzt ja auch vielleicht heute oder gestern oder morgen. Mal gucken, wann ich das dann hochlade. Und ja, das war es eigentlich schon. Das war jetzt so das Hauptding mit der Antwort von Plarium. Ich finde es gut, dass sie eingelenkt haben. Ich habe eher damit gerechnet, dass es jetzt so ein monatlicher Schriftaustausch vonstatten findet hier, dass sie sagen nein, ich sag ja, sie sagen vielleicht, ich sag ja, ja und immer so weiter und so fort. Aber da bin ich jetzt froh, dass sie eingeknickt sind, dass sie da jetzt auch einsichtig sind und ich bin mal sehr gespannt, ob sie wirklich dann auch die Fehler zugeben. Also vorher, wenn sie bemerken, oh, wir haben hier einen Fehler, dass sie dann vorher irgendwie entweder was machen mit, irgendwie öffentlich setzen. Das mit dem Booster zum Beispiel kann ja für jeden ziemlich scheiße werden, wenn wir im Fury sind oder sonstiges oder zum Beispiel in Sachen Pop. Auf einmal verliert man den Pop, man verliert das Event oder so, wegen so einem scheiß Serverproblem. Da sollten wir Spieler meiner Meinung nach nicht die Leidtragenden sein. Oder was meint ihr? Ich glaube nicht, dass ihr dann sagt, ach, Fehler kann natürlich jeder haben, aber ich glaube nicht, dass ihr sagt, durch deren Fehler kann ich ja gerne noch mehr Geld ausgeben. Nö. Gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so diese kleine Info-Reihe. Ich bin mal sehr gespannt, inwiefern Plarium sich jetzt an die Sachen halten wird, ob sie mir dann auch mal Bescheid geben und so, sodass ich ein Video so schnell wie möglich zusammen kreieren kann, sodass ihr auch von den Fehlern schnellstmöglichst irgendwie erfahrt. Und natürlich bin ich sehr gespannt, in welchem Zeitraum sie jetzt diese Fehler angehen werden. Vielleicht zum nächsten großen Update, dass da vielleicht alles in einem Abwasch gemacht wird. Kann sein, kann aber auch sein, dass dann, wie sie schon gesagt haben, dass sie eben Angst haben, dass noch mehr kaputt geht. Müssen wir uns leider überraschen lassen. Wichtig ist einfach, vergesst nie euer Schild, vor allem nicht in Jotunheim. Wenn ihr zig Milliarden Truppen habt, okay, aber alles andere, Alter, behaltet eure Schilde oben. Wir sehen immer so viele Leute brennen und das tut mir echt in der Seele weh, ne? Kostet ja auch Geld. Gut, also meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwie Kommentare dazu habt, ne, nutzt die Kommentarfunktion. Lasst uns da mal so eine kleine Diskussionsrunde starten. Wenn ihr irgendwie so Ideen habt, was könnte im nächsten großen Update noch mehr dazukommen, außer Bugs? Die Antwort ist schon alt. haut alles rein da. Ich bin mal mega gespannt und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Macht's gut.